Willkommen zurück nach dieser Pause. Ich habe jetzt ein ganz wunderbares Spiel für euch, und zwar A Juggler's Tale. Vom A Juggler's Tale Team ist Dominik bei uns. Hallo. Und Aloka freut sich schon ganz auf dieses Spiel. Wahnsinnig. Hallo, ja. Ja, ist auch gut? Ja, ich habe mich sofort in das Spiel verliebt. Ja, das habe ich mir gedacht, deswegen habe ich es dir nämlich zugeschustert. Sehr gut. Man kennt ja seine Pappenheimer mittlerweile. Oder wusste ich ganz genau, als ich dieses Spiel gesehen habe. Also mir sind sofort drei Leute eingefallen. Du warst eine davon und deswegen habe ich mir Sehr gut. Das schiebe ich dir mal zu. Und damit ihr einen kleinen Einblick bekommt, um was es hier geht, zeigen wir euch hier ein paar Impressionen vom Spiel. Es ist okay. Ja. Sind wir zurück? Wir sind zurück. Wir sind wieder drauf. Und damit hallo nochmal und herzlich willkommen zu Juggler's Tale. Genau, so heißt das. So heißt das. Du darfst gerne euch mal ein bisschen vorstellen. Also, wie kam es zu diesem Projekt? Wir sind eine ehemalige, aber auch immer noch Studentengruppe. Das ist ein bisschen kompliziert, aber auch eine ganz nette Geschichte. Denn wir haben das Projekt angefangen während unseres Studiums an der Filmakademie Baden-Württemberg. In Ludwigsburg ist diese Hochschule. Und als Semesterprojekt haben wir das in 3 Monaten einen Prototypen entwickelt und haben dann gemerkt, dass uns die Idee einfach sehr gefällt und auch, was wir mit dem Spiel erzählen, sehr gefällt. Und haben dann die Möglichkeit gehabt, nach dem 6. Semester ein Jahr Pause vom Studium zu nehmen. Okay. Und haben dann in dieser Pause eine Spieleförderung beantragt, die wir auch bekommen, und haben dann 9 Monate uns ein Büro gemietet und den jetzigen Stand entwickelt. Sehr, sehr gut. Und jetzt sind wir wieder zurück im Studium und müssen gucken, wie wir das Spiel und das Studium zusammen zu Ende bringen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten und es wird schon irgendwie klappen. Sehr viele Termine auf jeden Fall, ne? Und ich habe auch schon mitbekommen, ihr habt auch den deutschen Computerspielepreis Newcomer Prototype diesen Jahres gewonnen. Genau, ja. Mein Wir Glückwunsch. Waren da auf der schönen Veranstaltung in Berlin. Ja. Ja. Dann würde ich mal sagen, schauen wir uns doch mal das Spiel an. Genau, wir können mal reingehen. Und holen uns mal den ersten Eindruck. Ich kann noch kurz zum Spiel ein paar Worte sagen. Sehr gerne. Und zwar ist es ein Spiel, was auf einer Marionettentheaterbühne spielt. Man spielt eine kleine Marionette und erlebt die Geschichte in diesem Theaterstück. Das heißt, das Spiel wird von einem Geschichtenerzähler begleitet, der auch die Fäden der Marionette in der Hand hält und das ganze Spiel über die Spielenden mit Reimen und der Geschichte eben begleitet. Sehr gut. Okay. Dann gehe ich einfach mal auf Neuspielen, ne? Genau. Genau. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Kommt herbei. Kommt alle herbei, ihr tüchtigen Leute. Wer will eine Geschichte hören? Schon gut, schon gut. Unsere Heldin ist keine von denen, die wir für gewöhnlich sprechen. Auch das ärmste Dorf ist reich an Geschichten. Kann ich euch einfachen Leuten beschwichten. Von diesen fällt mir leider nicht der Name. So könnte es genauso gut heute sein. Und um auch diesen Kontext der Marionettenbühne immer zu bekommen, haben wir jeden Akt von diesem Theaterstück immer mit der Bühne anfangen lassen und auch wieder aufhören lassen. Und wenn du jetzt nach rechts ins Spiel läufst und praktisch in diese Geschichte eintauchst, dann tauchst du auch erst in unser tatsächliches Spielartwork ein. Oh, wow. Aber wir wollten diesen Kontext der tatsächlichen Marionettenbühne bewahren. Es ist wunderbar. Also es ist ein 3D-Side-Scroll? Genau. Ja. 3D-Side-Scroller, wo man dann so Puzzle löst und der sehr auf Atmosphäre und der Geschichte eben aufbaut. Ich finde es sehr schön. Ich bin gewohnt, immer nach oben gehen zu wollen. Das ist gerade so. Oh. Okay, ich gehe mal davon aus, wir haben jetzt unser erstes. Ja, wir sind jetzt so ein bisschen im Tutorial, was aber so mit in die ersten Rätsel eingebaut ist. Right Trigger? Genau, aber du musst. Er hat dir gerade eine Kiste hingeschrieben. Natürlich.
So, jetzt habe ich es. Oh, sehr schön. Da kann man den Chat lesen, das ist ja verrückt. Ja. Die erinnern auch einen immer sehr schön daran zu trinken. Ah. Das ist immer sehr gut. Oh. Okay, ich wollte die Kiste jetzt noch ein bisschen näher ranschieben. Ja, sehr gut. Und einmal, oh, es ist so schön. Eine fantastische Welt. Die Welt von Abby. Die Welt von Abby, genau. Abby, ein kleines Zirkusmädchen. Wie kamt ihr auf eine Puppe? Ich meine, jeder kennt Games. Puppen sind immer so... Unheimlich? Ja. Marionettenpuppen auch? Keine Ahnung. Ich finde, Marionettentheater ist schon sehr faszinierend. Auch alle kennen doch die Augsburger Puppenkiste und mögen diese Theaterstücke. Und wir finden einfach die Verbindung zwischen einem Geschichtenerzähler und den Stücken in seinem Stück oder dem Geschichtenerzähler und der Geschichte, die er erzählt, wird durch nichts besser ausgedrückt als durch Marionetten, die eben auch visuell mit ihren Fäden von diesem Geschichtenerzähler abhängig sind. Ah, sehr gut. Ich habe auf Twitter gesehen, ihr habt dann wirklich die Marionettenpuppen genommen und habt geschaut, wie die Fäden fallen und so. Sehr interessant. Ich finde das richtig, richtig gut. Genau, und hier schreibt schon einer, pass auf, dass sich die Fäden nicht im Baum verheddern. Ja. Und das ist auch wirklich so, dass diese Fäden halt ein haptisches Element, wenn du hier dagegen das läufst, sind. Das habe ich gerade gesehen. Und auch dann im Spiel als Rätselelement benutzt werden, dass man dann eben, Marionetten können nicht unter Objekte drunter, man muss dann immer einen Weg oben drüber finden. Okay, das ist gut. Okay. Ja, das kriegen wir irgendwie... So. Nicht schlecht. Dankeschön. Das hat sie doch toll gemacht, oder was meint ihr? Oh, das ist gut. Doch war es nicht der Zufall, der Eddie hier geleitet, aus dessen bloßer Laune zur Manege sie schreitet. Das Schicksal hat sie zur Artistin bestimmt. Ups. Die stets beschwipste Gesellschaft beschwingt. Ich mag das mit den Reimen. Das ist so schön. Der Direktor kündigt sie hochtrabend an. Das Mädchen, das Urs den Bären überwinden kann. Beim Fuße des Bären liegt mein Hut. Kann er ihn holen mit Geschick und Mut? Nur, dass ihr euch nicht wundert bei Sequenzen, wo der Sprecher spricht oder so, dann lassen wir ihn, damit wir ein bisschen was von der Geschichte auch mitbekommen. Okay, dann gib mir mal den... Upsala. Ich brauche den Hut. Dann machen wir das doch ganz einfach. Gib mir die Kiste. Und dann hüpfen wir über den Bären rüber, holen uns den Hut. Und beenden den großen Zirkusauftritt. Ups, nein, dreh den Schuh. Okay. Oh, okay, das... Das wird so nicht funktionieren. Nee. Wir haben noch eine zweite Kiste. Oh, warte. Ich glaube, ich sehe was. Nein, komm nochmal runter. Es sind bestimmt die Bände. Genau, wer lesen kann, ist von Vorteil. Ja, am Anfang wird einem noch sehr geholfen. Um auch einfach so die Mechaniken zu lernen, die es in dem Spiel gibt. Ja. Ich habe gelesen, ich hoffe, das ist auch richtig, kommt raus für die Plattform PC Windows, PlayStation 4 und Switch. Ist das noch? Das ist geplant, ja. Ups, okay. Wir wollen ja eigentlich für alle Plattformen rauskommen. Wir müssen gerade gucken, wie wir das dann auch hinkriegen. Ja. Und haben halt jetzt auf der Gamescom sehr viele spannende Termine mit Publishern, die uns dann auch... bei den Portierungen oder so unterstützen können. Okay, cool. Aber wir finden, das Spiel ist auf jeden Fall für Switch und PlayStation sehr geeignet. Ich habe mit vielen schon geredet über das Spiel und dass es eben auf der Switch auch erscheinen sollte und viele waren begeistert. Also für die Switch auf jeden Fall. PlayStation kann ich mir auch vorstellen. Es wird super. 2020, ja. Erscheinungsdatum, genau. So, jetzt musst du das mal hier hinkriegen. Ja, ne? Ja.
Ich bin schon wieder verkehrt rum. Schwing mal immer schön im Rhythmus. So. Und jetzt kannst du springen. Jetzt. Yes. Warte. Und check. Oh, sehr das gut. War knapp. So weit, so gut. Ah, so, jetzt geht es ja darum. Gleich hast du den Hut. Oh. Jetzt habe ich dir den Apfel gegeben, das wollte ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, ich will den Bären abwerfen, aber ich glaube, das sollte nicht sein. Doch, vielleicht. Ich bin still. Oh. Warte. Oder der. Es kann auch. Wir sollen ja den Hut holen. Ich habe keine Ahnung. Ich probiere mal rum. Okay. Der ist festgekettet. Oh. Oh, wait. Der frisst die Äpfel. Nee, ich muss mal andere Position. Das war zu weit. Das passt schon. Obwohl. Jetzt schnell den Apfel noch ablegen, den ja. Du hast. Schnell. Jawohl. Und wieder raus. Die phänomenale Abby hat es fantastisch gemacht. Sehr schön. Schwärmt der Direktor und tätschelt sie sacht. Doch genug von Abby, liebe Leute. Das war ihre letzte Vorstellung heute. Ihr Lieben aus dem Chat, wenn ihr Fragen habt doch zu dem Spiel, beseelter Zuschauer dürft ihr gerne stellen. Möchte Abby das Leben nicht recht haben? Fein gemacht, herrliche Kühe, spricht der Direktor und schließt die Tür. Arme Abby, Tag und Nacht hält man sie fest. Das Leben im Käfig. Genau, und hier wird man jetzt in der Geschichte eben erzählt, dass Abby eine kleine Zirkusartistin ist, die aber von ihrem Zirkus gefangen gehalten wird, genauso wie der Bär, und immer nur für die Auftritte auftreten darf. Okay. Mit welcher Engine wurde das Spiel gemacht? Mit Unreal Engine. Warum ist sie eingesperrt? Ja, das ist schlimm. Huch. Mein Apfel. Danke. Okay, ich habe einen Apfel. Dann würde ich sagen, lieber Bär. Oder... So weit kann sie nicht werfen. Nee. Aber du kannst ja trotzdem mal probieren, gucken, was passiert. Das ist, ich habe keine... Ja, natürlich habe ich keine Ahnung. Aber das ist ja gerade der Reiz, ne? Also da hinten beim Bären ist irgendwas am Käfig. Das sehe ich. Wir sind eingesperrt. Und machen das. Was der Lärm super. Schallt in des Direktors Ohr. Er stapft herein. Was geht hier vor? Nix. Erzähl mal, was waren die größten Herausforderungen bei der Entwicklung? Die größten Herausforderungen. Ich glaube, das Storytelling war sehr schwierig für uns zu machen, weil wir eben diesen Geschichtenerzähler haben und die ganze Geschichte in Reimform gemacht wird. Wir hatten einen deutschen Autoren, der uns da unterstützt hat, der eigentlich Drehbücher schreibt für Film. Und sonst einfach alles zusammenzusetzen, ist ein Riesenhaufen Arbeit, den man dann immer doch wieder unterschätzt. Nee, überschätzt. So rum. Ja, genau. Also das alles in der Engine zusammenzubauen, die ganzen Puzzle zu programmieren. Ja. Das war, glaube ich, die größte Herausforderung. Wie groß ist euer Team? Wir sind zu dritt. Zu dritt? Zu dritt. Wow. Und wir haben ganz viele tolle Helfer, die auch teilweise da draußen sitzen und uns für Concept Art unterstützen oder Musik und Sounddesign machen. Ach, da hinten. Da sitzt der Concept Artist. Hallo. Und da ist ein Fan. Ich mache hier gerade ein bisschen Krach, anscheinend. Anscheinend machst du Krach. Und der Direktor kommt herein. Ja. Mit wie viel Spielzeit darf man ungefähr rechnen? Wir haben uns überlegt, dass das Spiel ein Theaterstück ist und deswegen auch die Länge von einem Theaterstück haben soll. Und deswegen wird das Spiel nur relativ kurz, wahrscheinlich so 2 Stunden. Man soll das an einem Abend durchspielen, man soll die Geschichte am Stück genießen können. Sehr gut.
und sich lieber da voll drauf einlassen. Oh ja. Da gibt es, wird es einige geben. Ich finde, es ist. Probier nochmal die andere Richtung. Probier nochmal die. es ist ein wunderbares Spiel, so was man nebenbei oder beziehungsweise an einem gemütlichen Wochenende zu Hause spielen kann. Vielleicht auch einfach für Leute, die sich für eine Story begeistern und gar nicht so knifflige Rätsel, wobei das hier anscheinend knifflig ist. Es kann auch an mir liegen. Ich habe das Talent. Guck mal genau hin. Rätsel schwerer zu machen. Die Lampe? Nein. Ich sehe viele Dinge. Nee, das hat natürlich schon was mit dem Direktor zu tun. Mit dem Direktor. Ich will auch nicht zu viel verraten hier. Es muss ja noch ein Spiel sein. Aber der Direktor kommt erst rein, wenn ich wenn du Lärm herein, genau, wenn du Lärm gemacht hast. So. Die Leute haben schon was gesehen. Aber das ist auch gemein, wenn man nicht selber spielt. Ach, das ist immer gemein. Da merkt man, die Leute kennen mich. Also für mich sind Spielzeit 6 Stunden ja. Das ist super. Okay, ich mache das jetzt nochmal. Und dann gucke ich mal auf den Direktor, ob ich da irgendwas machen kann. Also aktuell habe ich nichts, keinen Apfel, kein gar nichts. Ah! Oh nein, nicht sofort! Stunden am Traum sich zu laben, verdammt! Entschuldigung! Wie würde es euch wohl gehen? Ups. Würdet ihr euch mit einem engen Käfig begnügen? Da war ich zu schnell. Aber jetzt weißt du, was ich. Jetzt weiß ich. Okay, danke schön. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Oh, fantastisch. Nein, ja, liegt da noch. Nein. So. Oh, fantastisch. Ich liebe das Spiel jetzt schon. Ich liebe es. Der Lärm schallt in des Direktors Ohr. Er stapft herein. Was geht hier vor? Ja, ja. Ich warte. Mir hat es satt, nur Stunden um Stunden am Traum sich zu laben, die Welt zu erkunden. Wie würde es euch wohl gehen? Würdet ihr euch mit einem engen Käfig begnügen? Nee. Wir gehen hier raus. Wir brechen aus. Ja, natürlich. Ich will den Bären mitnehmen. Des leisen Schrittes unbedacht schleicht sie sich aus des Direktors Acht. Armer Urs. Dem buchstäblich bärenstarken Bären will man wie Abby die Freiheit verwehren. Und das grauenvolle Bestie? Wohl kaum. Ein alter Freund mit gleichem Traum. So, den nehmen wir natürlich mit. Unser bester Freund. Steffen, ich lese deine Chat-Kommentare. Keine Sorge. Aber Abby, merkst du nicht, dass deine Fäden im Weg sind? Okay. Nur mit Hilfe von wahren Freunden. Genau, hier kannst du nochmal vielleicht kurz dagegen laufen, dann sieht man das nochmal schön, dass eben unsere Fäden auch ein Hindernis in den Rätseln sind. Jetzt am Anfang. Wie sie nach hinten noch, gezogen wird, auch noch sehr weniger. Gut. Und dann im Verlauf des Spiels immer mehr beziehen wir uns halt auf diese Fäden und die Abhängigkeit und Hindernisse, die auch durch diese Fäden entstehen, aber eben auch die Möglichkeiten, die der Erzähler hat, dadurch, dass er eben auch die Marionette kontrolliert, kann er einen dann aus, wenn man so runterfällt, wieder rausziehen oder sowas. Okay. So, mein lieber Bär, wir beide, weiß ich noch nicht was. Okay, wir können nicht rein. Wir können in die Richtung, also es ist irgendwas mit dem Bären. Doch, doch, spring mal auf, der bietet dir die Pfote da. Ist hier gerade schwer zu sehen. Okay, ah ja. Oh, wow. Oh, ist schön. Sehr schön. So. Verflucht. Hoffentlich hat das keiner gehört. Der setzt sich erstmal hin. Hat genug gemacht für heute. Sitzt in der Nein, Sonne. Nein, hat er nicht. Er hat noch nicht genug gemacht. Wir nehmen jetzt den Wagen. Was? Der jetzt. Jetzt legt er sich dahin. Nein, der kommt. Der kommt. Es ist süß gemacht. Mit vereinten Kräften könnte man glatt über sich hinaus. Jetzt musst du schieben. Ich war gerade noch am Leben. Oder wolltest du noch ein bisschen Pause machen? Ja, ja, den Bären weiter beobachten. Gelohnt.
Urs und Abby können fliehen. Doch was ist das? Der Direktor. Sie wurden entdeckt. Schnell! Nein! Okay. Seinem treuen Herzen verschrieben ist Urs an Ort und Stelle gegangen. Abbys Wohl stellt er über das Seine. Rasch nun, Abby. Laufe geschwind. Kein Blick mehr zurück. Die Reise beginnt. Sehr schön. Genau. Also gerade eben hat man ja auch gesehen, wie sie beim Fallen wieder hochgezogen wird. Ja. Sehr, sehr angenehm. Richtig, richtig schön. Eine wunderbare, tolle Story. Ich freue mich da drauf. Das auch sehr schön. Ruhig. Auch die, ich mag die Animation, die Grafik und so. Das habt ihr wirklich sehr gut hinbekommen. Nächstes Jahr. Genau, nächstes Jahr, wahrscheinlich Ende nächsten Jahres eher. Wir gucken, dass wir das mit den Plattformen hinkriegen. Und wir freuen uns über alle Leute, die uns auf Social Media verfolgen und uns da unterstützen und auch Feedback geben. Wir sind da immer offen für Feedback. Auf jeden Fall. Leute, A Juggler's Tale auf Twitter und alles Mögliche folgen. Ihr kriegt dann auch ein bisschen was vom Projekt mit, also genau. Ab und zu mal postet ihr was. Wir machen Behind-the-Scenes-Zeug und so. Genau, genau. Also es ist sehr interessant, dort auch mal zu verfolgen, wie das Spiel entwickelt wird, wo ihr eure Ideen herholt oder so. Kann ich nur empfehlen. Folgt denen auf sozialen Netzwerken. Und das freut uns. Haltet euch auf dem Laufenden, wenn das Spiel rauskommt, denn ihr müsst es euch holen. Hat jemand von euch noch eine Frage oder du noch irgendeine Idee, was du... Ja, gerne Fragen noch zum Spiel oder zu unserer Entwicklung oder wie man Spieleentwickler wird. Nicht, dass ich das irgendwie da das Geheimrezept hätte, aber ich sage da einfach immer, man muss einfach mal anfangen. Und es gibt sehr viele, also die Engines sind kostenlos, die kann man sich einfach runterladen und dann einfach mal ein Spiel machen. Ganz klein anfangen, mal Pong nachprogrammieren oder so. Ja. Gibt es viele Anleitungen im Internet und von da aus kann man auch relativ schnell andere Spiele machen. Sehr schön. Es wird einfach immer dranbleiben, das ist immer mein Motto. Auf jeden Fall, nie aufgeben. Genau. Man fängt immer klein an und irgendwann geht's, ne? Wie lange arbeitet ihr schon an dem Spiel? Wir haben 2017 angefangen im Studium und dann für 3 Monate und dann jetzt letztes Jahr nochmal 9 Monate bis zum jetzigen Stand. 2017? Also ein Jahr, wow. Aber gedanklich schon länger und wollen jetzt nochmal ein weiteres Jahr eben das Spiel fertigstellen. Mhm. Habt ihr euch fürs Design an einen externen Team gewendet oder war ein Designer unter euch? Der ist unter uns. Der sind auch mehrere Leute, denke ich mal. Also wir machen alle so ein bisschen alles. Wir haben zwar so unsere Kernsachen, die wir am besten können und die wir auch am meisten machen, aber es mischt eigentlich jeder bei allem so ein bisschen mit. Und gerade auch, wenn man das ganze Level zusammenbaut, da sind eigentlich immer alle mit dabei, da ein bisschen Assets zu verteilen. Ja. Jetzt kommt die Frage, wie heißt euer Studio? Ja, wir haben gerade keinen Namen. Wir sind gerade in Namensfindung. Wir heißen ganz langweilig unsere Nachnamen hintereinander, aber weil sich das keiner merken kann, heißen wir gerade einfach A Juggler's Tale. A Juggler's Tale. Genau, so wie das Spiel. Bleibt ihr in der Branche wegen Fortsetzung? Ich mag Spielelemente. Ich mag die Spielelemente. Wir bleiben in der Branche. Wir wollen auf jeden Fall weiter Spiele machen, denke ich. Auch andere Projekte. Wir haben auch noch einen animierten Kurzfilm auf Lager, der bald rauskommt. Ja. Sehr schön. Also wir werden noch vieles von euch sehen. Genau. Sehr gut, sehr gut. Wie kompliziert ist das Debuggen auf Konsolen, wie ist das Deployen auf Konsolen? Ich habe keine Ahnung. Und das ist ein Problem, weil wir ja auf Konsole rauskommen wollen. Aber wir müssen jetzt anfangen, mal uns die... Wir haben jetzt, sind jetzt in Kontakt mit den... Auch mit den Sony und Co., um mal so Dev-Kits zu bekommen. Da kommt man ja nicht so leicht ran. Und weil wir gerade ein Unreal Engine entwickeln, kann sein, dass es funktioniert. Aber wahrscheinlich muss man da nochmal sehr viel debuggen und eigens für die Konsolen entwickeln. Aber das ist was, was jetzt noch einfach vor uns liegt. Ja. Wo habt ihr euren Sitz? In Ludwigsburg bei Stuttgart. Da, wo ihr gerade studiert. Da, wo wir gerade studieren. Genau, genau. Logischerweise. darf man mit einem Artwork-Buch rechnen? Gute Frage. Haben wir noch nicht drüber nachgedacht. Sehr beliebt. Schön. Wir fänden auch tatsächlich natürlich eine physische Edition von so einem Spiel, was eigentlich auch so auf physischen Elementen basiert.
schön. Man könnte wahrscheinlich auch tolle Collector's Editions machen mit Marionetten oder was weiß ich was. Ich würde auch. Aber als Indie sind die Möglichkeiten sehr beschränkt. Ja, ja. okay. Na gut. Ich gehe mal von aus, hat einer von euch noch eine Frage oder so? Also, ich kann es kaum erwarten. Ich kann es nicht oft genug sagen. Also, ich habe mich wirklich in das Spiel verliebt. Und freue mich darauf. Auf das jeden ist Fall. So. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Und sehr dass gerne. Ich das hier zeigen durfte. Wer auf der Gamescom ist, kann es gerne im Indie Arena Booth spielen. Genau. Hier drüben, für alle, die hier vorne am Fenster sitzen oder die noch auf die Twitch.com kommen, hier im Indie Arena Booth könnt ihr das Spiel antesten, könnt euch mit den Devs unterhalten. Ja, genau. Da sind auch die Leute, die das Artwork gemacht haben, da. Ganz genau. Und ihr seid immer herzlich willkommen. Aber wir freuen uns bald. Ach so. Okay. Nee, ansonsten können wir in die Pause gehen. Und vielen, vielen Dank für die Begleitung. Vielen Dank, dass ihr hier wart, für das Vorstellen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir freuen uns auf mehr. Dankeschön. Bis bald. Bis dann.